geil, ey. Damals besoffen. Beschissen. Oh je. Oh, buh, aha, Entschuldigung. Aus eurem Mobbing-Spiel. Evelyn im Ausrastermodus. Weil sonst fahren sie ja nicht. So, geuploadet wird am 13. Dezember. Also, ja, schönen 13. Dezember. Servus Leute, mit herzlich willkommen zur Folge Nummer 6 von Bauer sucht Frau irgendwo bzw. überall in Österreich. Bis jetzt gab es ja sehr viel Liebe bei Bauer sucht Frau, heute gibt es mehr Streit. Deswegen würde ich sagen, jetzt viel Spaß beim Anschauen und los geht's. Ich bin so schön, ich bin so toll, ich bin der Peter aus Tirol. Und jetzt alle, ich bin so toll. Nö. Okay, gut. Die nächste Szene, die könnt ihr auf eigene Verantwortung anschauen. Ich hafte für keine Schäden im Kopfbereich. Ui, morgen, Peter. Na, läuft's? Ganz eine schöne Zeit mit den Frauen, das sind also super nette Mädels. Ja, super Mädels, aber noch duscht der Peter alleine und drei von den vier Mädels wundern sich, wo die vierte gestern am Abend war. Sie waren nämlich beim Peter. Nichts dem Zufall überlassen. Ich habe wieder Einzeldate gehabt mit dem Peter. Aber was habt ihr da genau gemacht? Ja, nichts Schlimmes, ne? Außerdem ist jetzt das Mikro an. Sie will den anderen halt jetzt nicht erzählen, dass es ein bisschen zur Sache ging. Alle Details nicht sagen, also mit dem Bussi auf den Mund, das ist meine Sache. Das hätte ich auch gerne mal. Ja. Das steht auch jedem zu, Zeit mit ihm allein. Ja du, ich meine, der Peter steht wahrscheinlich immer noch nackt in der Dusche und wird von drei Kameraleuten gefilmt. Also, wenn wer dazustoßen will, bitte gerne. Aber ich glaube, da will keiner dazustoßen. Sobald man irgendwas Näheres wissen will, dann... Telefon, was managen, das, irgendwie läuft da ein bisschen davon. Ja, kann gut sein, dass der Peter, der Schlingel, irgendwas verheimlicht, aber wir wissen halt nichts davon, weil von den 24 Stunden, die dort vergehen, ja nur 20 Minuten in der Folge gezeigt werden und ja. Ja, wie geht's dir denn halt? Ja, beschissen. Okay, warum? Ist so. Oh je, ja, da haben wir das ganze Problem dieser Folge, und zwar der Stecher Peter mit seinen Frauen. Ich habe da gestern Abend einiges mitbekommen, was mir eigentlich nicht so gefallen hat. Sehr traurig. Wow, also was das für eine schlechte Schauspielleistung war. Oh, puh, ah, Entschuldigung. Ich meine, was ist denn passiert, dass sie jetzt auf einmal so zusammenbricht? Sicher und günstig online einkaufen. Ja, die Werbung kam dann plötzlich bei der Aufnahme. Hier bin ich Bauer, hier grubber ich rein. Ich komme jetzt nicht mehr laut. Ja, es war gestern ein bisschen viel Alkohol im Spiel. Und ja, wie es halt ist, Konkurrenzkampf. Ach so, Konkurrenzkampf. Also hat sich die Evelyn mit der Petra gefetzt und jetzt ist die Petra auch sauer auf die Evelyn und umgekehrt ebenso. Dass er sagt hier, er findet mich toll und er will, dass ich bei ihm bleibe und die Evelyn halt eben auch. Okay, also die Petra stört's, dass die Evelyn auch noch da ist und nicht nur eine Frau übrig bleiben kann. Okay, vielleicht braucht's eine neutrale Instanz. Was hat denn die Dritte im Bunde? Ach ja, die Beate ist ja auch noch da, habe ich ganz vergessen. Aber die war in ihrem Zimmer eingesperrt. Also, nicht eingesperrt, sondern sie war im Zimmer. Nicht wirklich, wo sie sehen wollte eventuell. Nicht gemacht. Er hat sie nicht irgendwie geschmust, Entschuldigung, geküsst oder sonstiges, nein. Jetzt checke ich irgendwie gar nichts mehr, was sie da gehört oder gesehen hat, ob jetzt jemand mit jemandem rumgemacht hat oder nicht. Ja, scheint irgendwie alles ein komisches Skript gewesen zu sein. Auf jeden Fall, die Kandidatin, die fliegen muss, wird sein... Die Filme zu der Evelyn doch mehr hingezogen. Ja, und der Evelyn, der gibt ja halt auch die Hoffnung, dass sie da bleiben darf. Wir machen es jetzt ein paar schöne Tage und ich glaube, dass du bis zum Schluss da bleibst. Als Mann ist man immer bereit für mehr Frauen, sage ich mal. Und zwei sind ja schon da und es kommen ja nur mehr vier. Oh yes, es werden noch vier Frauen auf die zwei Zwillinge zukommen. Dann hat jeder drei Frauen bei sich. Das ist schon eine ordentliche Nummer. Ich bin die Larissa aus Kärnten, bin 20 Jahre alt. Ich habe mich jetzt für beide Zwillinge mal beworben. Okay, also müssen die inneren Werte stimmen. Ich meine, die zwei Zwillinge schauen ja eh ziemlich gleich aus von außen. Fällt mir die Larissa ein wenig besser, aber die passt gar nicht zu dir. Da braucht sie eigentlich auch ein wenig eine Wildene und in denen sie auch ein wenig. Ich verstehe die zwei Zwillinge auch ein bisschen schwieriger. Und vor allem weiß ich nicht, wer dann über wen redet, weil ich kenne die beiden nicht. Ich kann sie nicht unterscheiden. Morgen! Morgen! Morgen. Mann, das schaut gut aus. Ach ja, der schaut gut aus und der Hund ist auch mal wieder am Start. Perfekt. Freut sich schon aufs heutige Programm? Jo. Was erwartet uns denn? Lasst euch überraschen.
ausgehen, ein bisschen reden? Ja, sicher, ja. Oh je, so ein klärendes Gespräch ist nie wirklich gut. Vor allem nicht, wenn es wirklich viel Arbeit gibt und dann auch noch sowas dabei rauskommt. Und irgendwie glaube ich halt, dass der Funke einfach nicht so übergesprungen ist, wie sein sollte. Dann wünsche ich dir eine gute Heimfahrt. Ja, danke. Ich sage mal, der große Nachteil ist immer, dass wir jetzt Arbeitskraft weniger sind. Ja, genau. Natürlich ist das große Problem bei Bauersuchtfrau, dass es jetzt nur mehr 2 Arbeitskräfte gibt und nicht mehr 3 Arbeitskräfte. Ach ja, aber immerhin sind die anderen beiden arbeitswillig und sympathisch. Nach Stall- und Feldarbeit lässt er die arme Steffi nun auch noch den Traktor putzen. Oder steckt etwa mehr hinter dem Plan? Viel mehr, denn er möchte, dass sie etwas einschäumt und sie ist schon mal auf dem richtigen Kurs. Was willst du denn eingeschäumt haben? Ein bisschen Lack und die Reifen, also die Felgen. Aber das Kennzeichen und die Bremsleuchten, die kannst du auch noch mal einschäumen. Scheint aber auch recht heiß heute im Waldviertel zu sein. Allein ist ungefährlicher, glaube ich. Die beiden haben echt viel Spaß, aber er ist doch noch ein bisschen so ein Spaßverderber und wir hoffen jetzt, dass die Francine den Spaß mit dem Christian nicht verdirbt. Aber ob da auch was zurückkommt? Gießt du Blumen? Hey, Francine. Und wie geht's dir so? Gut, danke. Ach, Christian, ich meine, ich bin auch eher so der introvertierte Wenigredner, aber ein Danke, wie geht's dir, das ist doch schon drinnen, oder? Das Ding ist, ich bin mir jetzt meiner Gefühle sicher. Also, wird die Francine den Christian heiraten? Werden sie zusammen Kinder kriegen und bis ans Ende des Lebens zusammen leben? Ich empfinde Freundschaft für dich. Gefriendzoned, boom, boom, boom. Ja, der arme Christian, er kriegt leider keine Hochzeit, keine Kinder, kein gemeinsames Leben mit der blonden Francine. Wahnsinnig gern. Angebot nehme ich an, ja, sehr gerne. Ja, dann komm noch mal her. Danke für alles. Christian und sein Bruder, beide ohne Frau, die Francine nach Schwiegertochter gesucht und nach Bauersuchtfrau auch ohne Frau, ohne Mann. Aber Hauptsache, sie hat diesen Sticker auf ihrem Auto, deswegen ist sie auch mit dem Traktor gegen den Baum gefahren. Jemand sollte ihr den Führerschein abnehmen, bitte. Trotzdem positiv eingestellt. Wir haben unsere Freunde, Familie und wir waren zusammen bekannt worden. Ja. Genauso ist es natürlich. Mehrere hunderttausend Menschen kennen nun diese beiden Stecher und darunter ist sicher eine perfekte Frau für die zwei. So, bitteschön, alles aussteigen. Na gut, du saßt ja auch direkt neben ihm vorne, ne? Ja, ist ja super. Auf der Rückfahrt werde ich mich aber nach vorne setzen. Das glaube ich nicht, weil die Linke, die Evelyn, die ist mir etwas unsympathisch. Sie regt sich immer über alles auf, sie stört alles, sie möchte halt nur den Helmut und alles andere, was da ist, ist einfach so bleh. Seit 37 Jahren ist unser sehnsüchtiger Bergbauer Siegfried jetzt schon Single. Singlebörsen, Kontaktanzeigen, Tanzveranstaltungen, Internet. Parship, eBay Kleinanzeigen, Discos und das gute alte Internet. Da hat er noch nichts gefunden, aber bei Bauersuchtfrau, da wird er ganz bestimmt nicht nur auf Schauspielerinnen treffen. Mm-mm. Sigi, die Bewerbungen von deinen Damen sind da. Ich habe mich gewundert, dass ich so viele Bewerbungen gekriegt habe. Ja, da habe ich mich auch gewundert. Und deswegen wird der Bauer jetzt schnell reinstöbern und aussuchen. Hey Sigi, mein Name ist Sabine, bin 35 Jahre alt, kann kochen, waschen und bügeln und zusammenräumen. Kochen, waschen, bügeln und zusammenräumen, das klingt ja wie eine Bewerbung für eine Haushälterin und nicht für eine Bewerbung als Bauersuchtfrau-Dame. Ja, der passt halt auch gut, der kann Bock hat Glamide am Hof. Mhm. Bei der Arbeit. Bei der Arbeit, ja natürlich, Hauptsache arbeiten. Ne? Jetzt egal ob im Haushalt oder im Stall, Hauptsache Arbeit. Dass eine Kinder habe, das stört mich nicht und alles, aber die beste, die Bewerbung von der Sonja hat mir am besten gefallen. Wir werden sehen, ob seine Favoritin Sonja diese Blondine hier ist. Auf jeden Fall schauen wir jetzt zu den beiden blonden Zwillingen. Fällst du studieren? Danke. Na, wo hast du deinen Dirndl und hast du wirklich vergessen? Nein, ich hab's ja mit. Ach schau. Aber ich hab mir gedacht, was ich mir gedacht hab. Du weißt nicht, was du gedacht hast. Ja, das Dirndl wird sie noch auspacken für den Andreas oder den Philipp, ich weiß es nicht genau. Und jetzt kommt noch eine Dame in die ganze große nette Runde. Die sind echt alle sympathisch. Hallo? Hallo, Nicole. Hallo, da ist der Sebastian. Und die Nicole, die hat so eine schlechte, gute Nachricht für den Sebastian. Du, ich wollte nur Bescheid geben. Ich komme nur ein bisschen später, gell? Ich habe da eine Feuerwehrprüfung gehabt und ja. Ach, Hauptsache sie kommt, egal ob es zu spät ist oder nicht. Das Beste kommt immer zum Schluss, ne? Na, du bist wirklich das Letzte. Also nicht das Letzte. Da hat er sich gerade noch so gerettet. Beim Helmut, da wird es gleich noch wortwörtlich um das Letzte gehen. Was ist jetzt der erste Eindruck von mir? Nein, es passt viel gut, also du gefällst mir.
Optisch passen die beiden echt gut zueinander. Ich finde, sie schauen beide ein bisschen aus wie Zeichentrickfiguren, wie so Bruder und Schwester, als wären sie vom gleichen Zeichner gemalt worden. Es fällt mir jetzt nicht einfach, aber ja, jetzt habe ich Dani ausgesucht und das weißt halt du noch ganz gern. Ja. Ja, auch beim Peter muss jetzt eine Frau gehen. Sie war echt extrem verschossen in ihn, aber jetzt ist leider Schluss und vorbei. Sehr traurig, mindestens genauso traurig, wie dass die Karotte dem Pferd aus dem Mund fällt. Voll arm. Ja, wenn es nichts wärst, dann vielleicht sehen wir uns noch der ganzen Zinnober einmal auf der Glasse oder was. Ja, sicher. Ja, ja, schön die Optionen warm halten, ne? Bei der Jule hast du gleich gemerkt, die hat das schon mal das erste Mal gemacht. Und Carina war aber auch sehr bemüht. Wirklich. Hauptsache Julia und Carina arbeiten brav mit und dafür gibt's dann auch eine wunderschöne Belohnung, nämlich die Aussicht. Einmal ein paar Schmankerl sagen, was wir uns gibt in der Steiermark. Ach, das ist in der Steiermark? Ja, da muss ich mal hinfahren. Will wer mitfahren? Schreibt mir gerne eine Nachricht, machen wir einen kleinen Video-Roadtrip. Perfekt, ja dann. Prost. 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 Wie ist denn die Aussicht? Mittlerweile irgendeine Tendenz? Die Tendenz ist, dass sich der Hund einfach denkt, ich werde jetzt hier hingehen und da pinkeln. Ihr könnt mich gerne alle von hinten anschauen, aber mich juckt das nicht, weil ich einfach pinkeln muss. Also ich fühle mich zu beiden Mädels viel hinzogen, sind beide viel liebe Damen, aber im Endeffekt kann es halt nur eine geben. Natürlich, es kann nur eine geben und beim Helmut, da kann es eben auch nur eine geben und deswegen geht es jetzt dort um das Letzte in Form von einer Person. Dass er jemand anders lieber hat und deswegen möchte ich mich da aus eurem Mobbing-Spiel rausziehen. Uiuiui, ui, ui. Mobbing-Spiel, ein ganz starkes Wort und da fliegen dann bei einigen Kandidatinnen auch schon mal die Nerven. Mobbing-Spiel? Mobbing-Spiel? Wie komme ich jetzt auf ein Mobbing? Das musst du mir aber jetzt erklären. Ja. Hast du kein schlechtes Gewissen? Ein starkes Gewissen. Ja. Von 0 auf 180 geht's bei der Evelyn innerhalb von 5 Sekunden. Die sind jetzt schon vorbei, also hier ist Evelyn im Ausrastemodus. Ich kann nicht. Du fühlst dich als Opfer. Ich kann nicht, weil sonst fragen sie ja nicht. So? Evelyn. Irgendwie scheint sie mir wie eine Schauspielerin, die im Vorbeigehen auch noch zur Kamera und zum Regisseur schaut, ob sie alles gut gemacht hat. Ich bin traurig, klar, dass er sich für eine andere entschieden hat, aber... Also, er hat sich ja noch nicht entschieden, ne? Noch hat er sich ja gar nicht Doch, entschieden. Doch, hat er mir gesagt. Ach so? Ja. So, jetzt ist die dritte Frau im Bunde, die Brigitte, auch noch geschockt, weil sie gedacht hat, dass die Hofwoche ganz normal weitergeht. Aber der Helmut, der hat sich ja schon für die Evelyn entschieden, ne? Wirst du auch die Entscheidung heute verkünden? Ja. Heute schon? Jetzt gleich oder wie oder was? Für die Evelyn, ja. Ich so, ja. Okay. Jetzt gleich, ja klar, für die Evelyn, wieso nicht? Ich meine, das hätte er auch ein bisschen früher ankündigen können und nicht jetzt einfach so nebenbei beim Bierchen erzählen. Schockiert bin ich auf jeden Fall. Okay. Ja. Ja, so ist es nun mal, aber die Frage ist jetzt, passt die Evelyn eigentlich zum Helmut? Nee. Nö, Es tut allen weh und es ist nicht gut. So ist er leider, der Schmerz, wenn man jemanden verlassen muss. Aber bei Michael, da muss niemand niemanden verlassen, denn dort sind alle happy. Ich würde mit dir auch gerne nochmal persönlich, weil dass wir nicht immer unter Leute sind. Voll gern. Ein paar Wort wechseln. Gern. Der Michael scheint mir irgendwie noch der vernünftigste Bauer von der Staffel zu sein und seine Mädels sind auch total lieb und sympathisch. Die Favoritrolle hat sich halt so ein bisschen verändert. Wird gut passen. Ja, da wird er sich in den nächsten Tagen entscheiden müssen, weil eine Dreierbeziehung hat irgendwie keiner in Betracht gezogen. Deswegen wird er sich für eine Frau entscheiden müssen. Sprechen wir mal ein, ob wir irgendwelche Feldtöne haben. Fruchtig, Grünapfel, Zitrone. Grünapfel, Zitrone, Rotwein zur Mitte, zur Titte und dann Beep. Ich bin die Nicole. Vor zwei Jahren habe ich schon mal mein Glück probiert beim Klaus. Da ist nichts geworden. Ich bin der Robson. Ich bin gerade bei der Arbeit und muss mich gerade ganz komisch beim Schalten filmen. Ich fahre nicht wirklich, keine Angst. Mega geil, ey. Damals besoffen, heute vernünftig. Aber irgendwas hast du ausgestrahlt, was mich so an dir gehalten hat. Ich meine, der Bruder ist auch voll sympathisch und ja. Fesch auch. Aber, was ich eigentlich sagen will, ist, dass ein Zwilling halt immer irgendwie sympathischer, attraktiver rüberkommt als der andere. Und das ist halt einfach so, dass man irgendwie für eine Person, dass die einfach besser ausschaut, ne? Da lodert es doch schon zwischen dem Schriftführer und der frisch gebackenen Gruppenkommandantin. Und ob das Feuer entfachen wird, sehen wir auf jeden Fall in Folge Nummer 7. Was ist denn mit dir los? Nicht du, ich glaube, die hat die wirklich alle ausgetrunken. Die Kiesbauer, die liebt ein paar Flaschen Wein und der 37-jährige Jungmann, der liebt seine erste Frau.
wie sie ausgestiegen ist von Auto, waren halt schon ein bisschen Gefühle da. Oh yes, und die Frau, die einen Bauern sucht. Beim Brieflesen dahingeschmolzen. Also ich bin super happy mit der Entscheidung. Also ich freue mich richtig. Ja, und ich freue mich richtig, wenn ihr meinen Kanal sehr gerne hier oben abonniert, um die nächste Folge nicht zu verpassen. Ich werde hier oben irgendein anderes kleines Format einfügen. Hier unten die ganze Staffel von der Vlogmas-Staffel-Serie, die bis zum 24. geht. Und dann sehen wir uns auf jeden Fall nächstes Mal. Bis dahin, alles Liebe und ciao, ciao. Ach, diese Bauern.